Oh, das hätte böse ausgehen können. Ich wollte gerade schon das Video starten, habe aber noch rechtzeitig bemerkt, dass meine Festplatte fast voll ist. Jetzt kann ich das Video auf jeden Fall aufnehmen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Falls ihr neu hier seid und noch gar nicht abonniert habt, ich zeige euch immer jeden Morgen den neuen Fortnite-Shop. Also falls ihr keine neuen Skins in Fortnite mehr verpassen wollt, dann könnt ihr einfach jetzt schnell hier diesen Kanal abonnieren. Ist komplett kostenlos, einfach jetzt schnell runterscrollen und auf den Abonnieren-Knopf drücken. Geht auch ganz schnell. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem heutigen Fortnite-Shop, der leider extrem schlecht ist. Ich meine, gestern war ja schon echt kein besonders toller Shop. Heute sieht es fast noch schlimmer aus, obwohl ich gelesen habe in den Neuigkeiten, oh, okay, hat sich nochmal geupdatet. Vorhin stand es in der Mitte hier, was auf der linken Seite war. Und da stand auch noch drin, dass es noch ein zweites hier Marvel-Set geben wird. Ich glaube, das wird der Star-Lord-Skin werden, der auch schon geleakt wurde. Den seht ihr mal hier eingeblendet. Der wurde, glaube ich, irgendwie auf so einer chinesischen Seite oder so gelegt. Ja, auf jeden Fall, der wird sicherlich die Tage dann auch noch kommen. Leider jetzt heute nichts Neues drin. Die Spinnritter sind zurück. Ihr könnt gerne mal rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop so findet. Aber ich denke mal, Black Widow könnte echt noch die nächsten Tage drin bleiben. Ja, ich werde auf jeden Fall trotzdem jetzt hier alles nacheinander durchgehen. Wie immer auch nochmal vielen Dank an jeden Einzelnen, der hier den Creditcode Snoxy benutzt. Wenn ihr euch irgendwas holt und ihr mich hier supporten wollt, dann könnt ihr kostenlos einfach Snoxy eintragen. Ich weiß, es gibt so viele verschiedene Creator, deswegen wirklich Ehre an jeden Einzelnen, der das Snoxy benutzt, wie mein Kanal, mit einem kleinen E am Ende dran. Vielen, vielen Dank an euch. Und ja, dann würde ich sagen, starte ich jetzt direkt mal hier mit dem heutigen Fortnite-Shop Black Widow. Ich finde den Skin ziemlich, ziemlich cool. Also ich feiere den auf jeden Fall. Habe ihn jetzt auch ziemlich viel gespielt. Besonders, weil er auch zwei verschiedene Styles hat und ich einfach halt generell Marvel-Fan bin. Dann haben wir noch die Hacke dazu. Finde ich immer noch cool. Auch der Sound ist echt geil. Nur dieses kleine Band da stört mich ein bisschen. Der Emote dazu ist auch ziemlich fresh. 200 V-Bucks gehen auf jeden Fall klar. Die Spinnenskins sind wieder drin. Ich finde dieses Schild ist eigentlich ganz nice. Und auch der Backpack von der Arachne ist ganz cool. Dann der Netzfetzer für 800 V-Bucks. Da leuchten so die Augen, wenn man hier schlägt. Ich glaube, auf der einen Seite mehr. Genau, ist irgendwie auch relativ komisch. Auf der einen Seite leuchtet es mehr und auf der anderen weniger. Keine Ahnung wieso. Und als letztes noch der Gleiter, Flugweber, auch ein ziemlich heftiger Gleiter. Ja, kommen wir schon zur rechten Seite. Wie immer könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr mich hier supporten wollt. Mal schauen, vielleicht knacken wir heute wieder die 3000 Likes. Wäre auf jeden Fall ziemlich ehrenhaft von euch. Machen wir weiter, nämlich mit dem Bräunungsspezialisten. Bräuch sehr, den gekauft zu haben. Richtig hässlicher Skin, habe ich, glaube ich, ein, zwei Mal gespielt. Würde ich jetzt nicht empfehlen, auch der Backpack ist echt nicht krass. Prismagleiter. Wie die Hacke dazu, fand ich früher ziemlich cool, inzwischen spiele ich eigentlich kaum noch. Eisbrecher, immer noch eine ziemlich coole Hacke, schön klein, spielt sich gut, Sound in Ordnung. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Tech-Kommando war jetzt relativ selten, ich finde ihn aber nicht so geil. Also heute auch irgendwie nicht so geile Skins drin, habe ich mir nicht mal geholt. Der Backpack ist jetzt auch nicht so krass, da finde ich den von dem neuen Skin hier, von diesem Piloten, der hat den relativ ähnlichen Backpack, nur dass hinten die Zahl draufsteht, wie viele Kills man gemacht hat. Da würde ich hundertprozentig eher diesen Skin halt spielen, also diesen Backpack von dem Piloten, als diesen hier. Dann noch sexy Schräglage. Ein cooler Emote, wenn man halt so ein bisschen auf Trickshots gehen will. Und der Thanos-Schnipser ist ein richtig fresher Emote. Besonders, wenn man den mit Thanos spielt. Also, wenn man halt in diesem neuen Endgame-Modus Thanos ist und dann schnipst, dann ist sogar so eine Special-Animation drin. Dann kommt so ein kleiner Lichtkreis drumherum. Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr Thanos seid und dann halt hier dieses Schnips-Emote ausführt. Das ist, finde ich, ein ziemlich cooles Easter Egg. Falls ihr das noch gar nicht wusstet, dass das halt wirklich geht. Halt in Anspielung auf den Film. Ich denke mal, die meisten von euch haben den Film sicherlich inzwischen gesehen. Ich will jetzt nicht spoilern. Aber ist auf jeden Fall ziemlich cool, sowohl der Film als auch der Emote. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und wie gesagt, wenn ihr euch heute was holt, gerne auch mit dem Credit Code Snoxy. Und ja, das war's dann schon zum heutigen Fortnite Shop. Ihr könnt, wie gesagt, rechts oben gerne mal abstimmen. Und falls ihr neu seid und keine neuen Skins mehr verpassen wollt hier im Fortnite Shop, ich mache euch jeden Tag hier das Video. Also lasst gerne ein kostenloses Abo da, einfach kurz runter scrollen und auf Abonnieren klicken, geht ganz schnell. Wir hören uns dann wahrscheinlich morgen wieder zum nächsten Shop-Video oder heute Abend zum Stream. Ich werde wahrscheinlich wieder bis in den neuen Shop rein streamen. Also macht's gut und haut rein. Tschüss!